wo sehe ich Parallelen zwischen einem Musiker und der Politik und dem Beruf? Dass man einfach wirklich mit Leidenschaft auch dranbleiben muss. Ne? Ich bin Matthias Reinches, 31 Jahre alt und ich kandidiere für die CDU Emmerich als Bürgermeisterkandidat. Wie kommt man darauf, in dem Alter Bürgermeister zu werden? Ich glaube, es ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt viele junge Bürgermeister in dem Alter. Gibt ja auch eine Menge Beispiele, auch in Nordrhein-Westfalen, wo junge Bürgermeister wirklich ihre Stadt auch nach vorne gebracht haben. Ich habe mich immer schon für Politik interessiert. Bin jetzt auch seit einigen Jahren Fraktionsvorsitzender der CDU im Emmericher Stadtrat. Naja gut, und ich bin Emmericher mit Herz und Seele und will hier auch weiterhin leben. Und dann will man seine Heimat natürlich auch gestalten. Und ich glaube, dass das über die Funktion einfach auch am besten geht. Und ich glaube, wir haben auch wirklich noch einiges zu tun hier. Was wird meine Verlobte sagen? Ich glaube, die wird mich als ehrgeizig beschreiben, ja, als fleißig. Also ich kann wirklich nicht gut mal nichts machen, da muss ich ehrlicherweise sagen. Sie wird auch sagen, dass mir wirklich die Emmericher Themen auch am Herzen liegen und ich das auch aus Überzeugung mache, auch gute und neue Ideen habe. Die große Leidenschaft ist die Musik. Ich spiele gerne selber Gitarre, Hardrock und Heavy Metal. Ich muss sagen, ich koche wahnsinnig gerne. Das entspannt mich auch ein bisschen. Meistens höre ich dabei dann aber auch Musik. Ich bin aktuell Berater bei der Gemeindeprüfungsanstalt. Wir beraten Kommunen im Bereich Stärkungspakt. Und das ist auch wirklich für die Kommunalpolitik hier vor Ort für mich sehr gut, weil ich auch eigentlich einen Blick über den Tellerrand habe. Kann das natürlich auch immer als Erfahrungsschatz auch mit nach Emmerich mitnehmen. Ne? Ich bin nach wie vor in Duisburg an der Universität immer noch Dozent, auch an der Hochschule für Verwaltung und Polizei. Und da macht mir einfach Spaß, ne, mit den jungen Leuten, die jetzt gerade erst angefangen haben zu studieren, die jetzt noch nicht mal im Berufsleben angekommen sind. Dinge, die ich in Emmerich verändern wollen würde. Mir ist schon ganz wichtig, dass das Rathaus auch zu einer Ermöglichungsbehörde weiterentwickelt wird. Ne? Also gerade im Bereich der Genehmigung und so weiter, dass es da auch schneller geht. Und dass wir da auch ein bisschen in Chancen und Lösungen denken. Die Geschichte mit den Tischen und Stühlen an der Rheinpromenade. Muss das wirklich sein? Also das muss nicht sein. Die Parallelen zwischen einem jungen Musiker auf der einen Seite und Politiker auf der anderen. Ich glaube, man braucht wirklich Durchhaltevermögen, aber auch Leidenschaft. Ich mache die Politik ja jetzt auch schon ein bisschen länger und meine Erfahrung ist auch wirklich gute Ideen. Da muss man dranbleiben. Ne? Also ich habe schon klare Vorstellungen, was ich auch als Bürgermeister in Emmerich machen will. Und ich bin ja von Herzen Emmericher, also von daher, ich will schon meine Heimat auch mitgestalten.